Willkommen zurück zu Stellaris. Und und ich würde mir gerne dieses Gebiet noch mal anschauen. So, wir nehmen Flotte 1. Einfach mal spaßeshalber, den müssten wir eigentlich kolonisieren können, ne? Auch ohne einen Außenposten. Wartet mal. Ich gucke mal eben. Brauchen wir gar nicht hier. Wir haben noch Nummer 2. Kolonieschiff. So, Play macht auch Sinn. Ja. Ach ja. Wäre ich mal auf die Idee früher gekommen. Direkt abnehmen muss springen. Okay, machen wir platt. Construction complete. Evamdur? Mir egal. Construction complete. Gebäude. Herrscher gewählt. Aufstieg. Was wurde denn gebaut? Ach so. Construction complete. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Okay, die waren einfach. Hostile fleet engaged. Okay, dann erkunde du mal hier
Und du kannst dann hier mal forschen. Wir können doch hier... Ich guck mal kurz. Forschungsschiff. Schiffsdesign. Forschungsschiff. Situation Log updated. Machen wir ein neues. Und das schicken wir einfach mal hier hin, spaßeshalber. Ach, die können die Forschung unterstützen. Ach so, ne, Datenbank ablinks. Also man kann hier Flotte verbessern. Flotte reparieren. Okay, ihr könnt direkt weitergehen hierhin. Das Kolonieschiff ist fertig, guck mal hier. Ach, guck mal, warte mal, der zeigt uns ja hier an, welche Welten besiedelbar sind, beziehungsweise welche Systeme. Hier ist eine potenzielle Welt drin. Auch wenn die nicht wirklich was Besonderes ist, wir nehmen die trotzdem. Debris analyzed. Okay, wie weit sind wir? Construction complete. Incoming transmission. Was war das Ausrufezeichen gerade? Ach so, ja. So, kann ich?
ist ja schon offensichtlich eine Verbesserung da, ne? Aber wir machen das mal folgendermaßen. Achso, Explorer, klasse, klasse. Ja gut, müssen wir vielleicht ändern. Bauen wir so ein Schifflein. Construction complete. So. Kann ich hier, haben wir das schon erforscht, dass ich da hier aufwerten kann? Ne, haben wir noch nicht. Construction complete. Glaube ich gerade bei. So, Forschungsschiff. Da kriegst du jetzt die hier. Construction complete. Ohne einen Bewohner. Ach so. System survey complete. So, was haben wir erforscht, das hier, ne? Okay. Sehr schön. Konstruktionsschiff. Ach ja, da war ja was. Wow. Was für ein riesen Einflussbereich. Ich kann es kaum fassen. So, ihr sollt ja nicht blöd rumstehen. So, das leere Forschungsschiff. Schicken wir mal dahin. Das schicken wir mal hier hin. Das Forschungsschiff. Komm mal hier hin. Das Erforschen. Hostile fleet engaged. Unfreundlich.
herzlich. Komm. Warte, stopp. In Bündnis einladen. Also wollt ihr in Gerecht Kompakt Mitglied werden, was? Okay. Evading hostile fleet. Evading hostile fleet. Das ist jetzt Betzner. Schicken wir die erste Flotte doch mal dahin. Debris analyzed. Und? Toll. Aber hier wurde schon mal keine bewohnbare Welt entdeckt. Hostile fleet engaged. Wie sieht's hier aus? Wie weit sind wir? Noch 2 Monate. Oberfläche. Situation log updated. Colony established. Our burgeoning empire has now reached a size where it is becoming difficult to administer directly from our homeworld. We should establish a new sector. Ja. Und das Ganze machen wir so. The government screen presents us with information regarding our empire and its goals. So. Oh, uns fehlt irgendwo ein Gouverneur. Das müssen wir gleich mal checken. Okay, Ereignisprotokoll. Reich. Reich ist hier. Ach so, Planeten da unten. 69. In sector management mode, planets are added to new or existing sectors on a per system basis. Sectors automate the construction of planetary buildings, greatly reducing the need for micromanagement. Good work.
This new sector should take a load off our backs and let us focus on more important matters. Ne, wir müssen das dazu nehmen. Das geht nicht. Wollen wir denn jetzt? Wir haben. Ach, hier haben wir noch eins. Oh. Oh. Reich. Da oben kann ich nicht nehmen. Soll kann ich auch nicht nehmen, logischerweise. Macht aber erstmal nichts. Okay. So, dafür sollten wir jetzt auch einen Gouverneur einstellen. Construction complete. Nee, ich will dich jetzt nicht nehmen. 166 habe ich von den Scheiß nur noch. Oh, toll. Macht aber nichts, wir können den hier doch nehmen. Okay. Was? Woher hat Dorn denn... Hä? Ach so, nee. Ah. 10 von 10 Anführern. Ich hätte jetzt aber schon gerne einen Gouverneur. Naja gut, müsste erstmal alleine klarkommen. Excellent work. We now have a strong resource base to build our empire on. Governors can be assigned to administrate entire sectors, much in the same way as they rule. Our new sector governor has assumed office on the sector. Haben wir vielleicht jetzt zufällig? No, nee. Ach. Kommt. So, was ist jetzt? I can't help but notice that our navy is a bit on the weak side. We are certain to face many threats in the galaxy that will require some form of military response. Remember. Ja, sehe ich genauso. Dennoch würde ich jetzt erstmal gerne dieses Schiff dorthin schicken und dieses Schiff. Oh, warte mal. Das Schiff ist überhaupt ein... Na, das hat überhaupt keinen Forscher. Projekt erforschen. Und das? Ich kann dann direkt...
Oh, das hat sich direkt mal krass vergrößert hier. Der Einflussbereich. Das kann direkt hier weiterhin fliegen. Und unsere Flotte am besten erstmal wieder nach Hause. Zum Reparieren. Wir haben ein bisschen was an. Mineralien übrig. Ausklasse. Mirage-Klasse. Vektoren fehlen Ressourcen. San Fernando. Sektoren fehlen Ressourcen. Ich weiß, worum es sich handelt. Hätten wir das geregelt. Mal kurz auf die Uhr schauen. Und ich würde sagen, wir sind wieder soweit. Machen wir hier ein kleines Päuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss.